So, meine Damen und Herren, ich wollte Danke sagen fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich wollte Danke sagen für 25 Jahre Gitarre Plus. Seit 30 Jahren komme ich in die Synagoge. Vor 1992 war mein erstes Konzert hier. Und fast die Hälfte meines Lebens, muss man sich einmal vorstellen. Und ich habe nur positive Erinnerungen. Wir haben hier Tolles auf die Beine gestellt. Als erstes gilt mein Dank natürlich den Förderern. Das sind Frau und Herr Waldenberger, die Zupfgeige und natürlich den Förderkreis. Mit ihrem ehemaligen Vorsitzenden Gerhard Hock, mit Dr. Martin Molzahn, mit dem ich so toll über viele, viele Jahre schon zusammenarbeite. Heiko Kräfter, Wolfgang Jürgs, die Jürgs, wie früher, wo sie noch den alten Winzerhof hatten als Hotel, wo wir untergebracht haben, waren. Es waren großartige Zeiten, wir haben Großartiges erlebt und Großartiges geschaffen. 2023 wird sich die Landschaft etwas verändern und wir werden Sie natürlich davon auf dem Laufenden halten. Gitarre aus der Synagoge wird es weiterhin geben, aber vielleicht in einer veränderten Form. Ich sage noch Danke hier an Florian und seine Söhne fürs Filmen natürlich und für die tolle Atmosphäre, die sie hier drin schaffen. Man fühlt sich wirklich wohl und schade, dass kein Publikum da ist. Aber so genießen wir die Stille und die unglaublich gute Akustik. In diesem Sinne zum Abschied, wie immer beim Frühstückskonzert, Danza Amazonas.